Ja, okay, also ein bisschen mehr Käse. Dann hätte er geflutscht. Ja, genau, ich bin gewesen, Stube sitze in meinem Vuvuzela und so, sitze und nie gelernt, weißt du? So, hallo miteinander, das ist Quick Klein Handball League WhatsApp, das monatliche Update-Video. Natürlich steht das Video im Zeichen von Euro 24, aber ich nehme euch eben auch ein bisschen mit, um ein paar spannende Persönlichkeiten noch kennenzulernen rund um die EM. Wenn ihr wissen wollt, wer sich heute da versteckt, dann schaut das Video jetzt bis zum Ende. Wir haben ja gestartet, dieses Jahr ganz früh mit dem Yellow Cup. Souverän gewonnen. Fans am Yellow Cup haben das ja auch einen ganz wichtigen Job gemacht. Nämlich haben wir zum ersten Mal, so eine Rundum-Choreo angebracht und alle haben schön mitgemacht. Ohne Üben hat das funktioniert. Und mit dieser Stimmung ist man dann zwei Tage später auch gerade ins EM-Abenteuer gestartet. Wir müssen was klären. So, was macht ihr hier? Wir kennen den Weg nicht. Wir wollen zur Arena. Wollt ihr zum Stadion? Ah, gibt's hier noch mehr von euch? Nee, hallo. Nein. Schaut, das ist der Beweis. Sie sind ausgerüstet für heute Nacht. Wir sind Onlyfans. Ja. Oh, jetzt geht's aber los. Schaut, ihr könnt hier ein Schöckeli, sage ich mir dem. Ein Schöckeli? Nein, Schöckeli. Hey, darf ich auch fragen, was hat es mit dem Tannenbaum auf sich? Den haben wir gestern im Ausgang gefunden. Also, wenn du wählen könntest, würdest du jetzt eher die 3'000 Schweizer Fans probieren motivieren oder würdest du probieren 50'000 Deutsche motivieren? 50'000 Deutsche. Aus welchem Grund? Ich würde sie weißt wie provozieren. Das wäre so geil. Muss man den Abend schon schön saufen hier? Ja. Ja, muss man. Habt ihr Angst vor den Schweizern? Auf gar keinen Fall. Nicht? Nein, wir gewinnen. 32, 28. Und da macht der Zehnte noch ein Zehnte. Und nein, warum heißt der Zehnte? Oder weil er 10 Tore macht? Nein, nein. Nicht? Nein. Weißt du, wie viel die Schweiz heute gewinnt? Die gewinnen gar nicht, das ist sicher. Wirklich? Ja, ja. Wieder der Arm in der Kirche. Entschuldigung, wir sind hier vom ZDF. Oje. Zu wie viel gewinnt die Schweiz heute? Deutschland gewinnt. Also, such nur Bier. Du bist Mami vom Leni? Ja. Oh. Das ehrt mich jetzt aber. Ah, schau, jetzt kommt. Leni ist mein süßer Sohn. Ja, so schön. Ciao. Wir sind mit Quicklein da. Wir haben 16 Leute dabei, die einer Verlosung teilgenommen haben, was eingeladen wurde. Mit ihnen haben wir einen super Tag verbracht. Jetzt lassen wir es noch ausklingen. And there goes the final buzzer. An offensive mishap here for the Swiss. 14 goals in the match only. Ole! 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 Ja, okay, also ein bisschen mehr Käse. Man hätte halt geflutscht. Deutschland ist. Ja. Ich muss sagen, der Andi Wolf war auch relativ schlecht heute. Absolut. Jetzt habe ich einfach nur eine Party. Gratuliere zu deinen Skills. Hey, danke vielmals. Aber gelernt, gell? Weißt, bin ja. Ich gewesen Stube? Ja, genau. Ich bin gewesen Stube, sitze in meinem Vuvuzela und so, sitze und nie gelernt, weißt du? Ah. Okay, ich glaube, es ist Düsseldorf, hat eine eigene Geschichte geschrieben, in allen Hinsichten. Wird schwierig, Slowenien ist 6. geworden an der EM, aber wir haben den Europameister fast geschlagen. Wir haben ja das Verletzungspech gehabt. Einer davon war der Samu. Voll cool war er mit allen mit dabei, auch auf dem Fanmarsch. Extreme Vorfreude, wirklich freue ich mich mega fest. Ich bin auch mega angespannt schon den ganzen Tag, wie wenn ich selber spielen irgendwie HC Kriens Luzern hat viele Spieler an der EM gehabt. Zwei wichtige Schweizer haben sich vorher noch verletzt. Und vielleicht nimmt es euch auch Wunder, wie geht es eigentlich am Timi? Oh! Dann jetzt werde ich im Cup spielen gegen Stefan, weil ja, mein Knie fühlt sich gut an, ich fühle mich stabil und bin optimistisch, dass es gut kommt. Jonas Schelker, bis jetzt in der Karriere eher verschont worden mit Verletzungen, wird jetzt als Profi-Handball aber zum ersten Mal so richtig ausbremst und auf den Boden geholt und über Monate weiss er, wird er nichts machen, also nicht Handball spielen. Danke vielmals. Aber gib doch ihm zuerst. So richtig bewusst ist es mir glaube ich noch nicht, weil es wirklich auch
schnell gegangen ist. Also es ist einfach auch komisch. Also ich habe noch nie in meinem Leben eigentlich nichts gemacht. So über so lange Zeit. Und wenn, jetzt ist es ja noch nicht so lang, aber irgendwie ist es einem bewusst, dass man lange nichts machen wird. Also ich habe nicht immer Handball gespielt. Wenn ich frei hatte, dann habe ich andere Sachen gemacht. Sechs Fußballspiele mit Kollegen, Basketballspiele mit Kollegen, und das fällt jetzt natürlich auch alles weg. Also, ja, es wird einem schon bewusst, dass man eigentlich nur Sport gemacht hat, die ganze Zeit. In den ersten Wochen konnte ich das Bein gar nicht bewegen. Eigentlich. Dann bist du eigentlich auf einem Bein unterwegs gewesen. Jetzt kann ich es wenigstens schon selber lupfen und dann fühlst du dich ein bisschen selbstständiger. Bist es eigentlich nicht wirklich, aber ich hoffe, dass das dann sich auch wieder ändern wird, wenn man ein bisschen mehr machen kann. Ich habe wirklich mega viele Nachrichten bekommen, auch von allen Spielern aus der Nazi, von den Spielern hier in Kienz. Auch eine riesige Unterstützung vom Verein bekommen. Also direkt von allen Leuten haben wir gerade eigentlich alles um mich herum gemacht. Gute Besserung. Gell? Danke vielmals. Yes. Also, macht's gut. Danke. Tschüss. Ein Team aus der Quickline Handball League stellt extrem viele Nazi-Spieler dar. Zum Beispiel ein Odin Rickardsson, der wieder gezaubert hat. Ein Lukas Herburger, der sehr solid weit gekommen ist mit Österreich. Aber auch zum Beispiel der Juan Canellas. Für alle, die das vielleicht nicht so auf dem Radar haben. Juan Canellas, ein Urgestein in der spanischen Nationalmannschaft. Er ist mit Spanien Weltmeister, zweimal Europameister geworden. Antonio para Joao, la acción de Canella, lanzamiento dentro! Viran Moros trifft zum 26-11. Und die Party nach dem zweiten WM-Titel der Geschichte kann beginnen. To Spain in this half. Possession lost again. At least they got the goalkeeper and now the suspension is over. Canellas races through and scores. Second goal of the game for Juan Canellas. Spain become only the second team in the history of the European Championships to retain the title. In addition to this title, are now automatically qualified for the Olympic Games in Tokyo. EHF Champions League gewonnen 2017 mit Vardar Skopje gegen niemand anderes als PSG. Also immer nur vorstellen. De Juan mit Sindrić, Sterbik, Dusebajev gegen Gebrüder Karabatic, Hansen, Narcisse, Gensheimer, Thierry Omeyer, Luc Abalo. And here we go. Six. Dushabaev out to the wing. Čupić! He scored! He scored! They've won! It was so simple in the end! 2 million people have watched them at home. And look at Juan Canellas. Came to Hamburg a year after their victory. Never won it with Kiel. Moves to Vardar. No one gives them a sniff. Du hast so viele Medaillen schon geholt. Wo hängen die in deinem Wohnzimmer über dem Bett? Oder? Das ist eine traurige Geschichte. Ich habe manchmal keine Ahnung, wo die sind. Ja, ich habe zum Beispiel, jetzt habe ich alle die Medaillen, die habe ich gewonnen, seit ich bin hier. Die sind in einem Platz, ich weiß, wo die sind. Aber die Medaillen, die habe ich gewonnen, wenn ich war in Ungarn, sind in einer Kiste, in einer Box, keine Ahnung, in der Keller, sehr wahrscheinlich. Der andere, ich denke, das bleiben in meiner Heimat. Aber ich weiß nicht genau alle wo. Jetzt wahrscheinlich bist du davon ausgegangen, dass es dieses Jahr nochmals eine gibt mit Spanien. Ist das richtig? Mhm. Hast du dich mittlerweile schon etwas beruhigen können oder ist das immer noch sehr tief bei euch? Unsere Ziele waren sehr hoch und wegen unserer Erfahrung in den letzten 5 oder mehr Jahren. Aber jetzt. Das muss irgendwo bleiben, weil wir können nicht das vergessen. Das muss Energie uns geben und danach der nächste in einem Monat und halb kommen eine sehr wichtige Woche, wo wir müssen irgendwie durchgehen für in Olympiade spielen. Vielleicht noch Stichwort Olympische Spiele. Weißt du, ob du dabei bist und wie läuft es mit spanischen Nationalteam? Normalerweise. Du weißt nie bis Ende, bis letzten Moment, ob du da bist oder nicht. Also ja, ich denke, das ist noch ein großer Traum, Olympische Spiele. Aber bis dort muss man gesund bleiben.
möchte man einen Cup gewinnen mit Kadett, möchte man die Meisterschaft gewinnen und dann noch, muss man sich noch qualifizieren für Olympische Spiele und. Das ist ein großes Programm. Du hast gesagt, großes Programm, viel zu tun und schauen, wie alles geht. Ein anderer QHL-Spieler hat es international geschafft in die französische Liga. Das ist der Noam Leopold von Pfadi Winterthur. Ja, und wenn man so ins Ausland geht, oder, dann braucht es eben noch ein bisschen mehr als nur das Sportliche, wo man stimmen muss. Man muss auch geistig bereit sein. Und das wollte ich testen. 7 Fragen an Noam. Frage Nummer 1. Was ist die bevölkerungsmässig grösste Stadt von Frankreich? Paris. Auf welchem Tabellenplatz steht der HBC Nantes? Zweite, das weiss ich. Hinter Paris und vor Montpellier. Welches von diesen drei Ländern grenzt an Frankreich? Holland, Andorra oder Portugal? Andorra. Doch, Andorra ist mein Tipp. Ja. Kannst du erzählen von der französischen Nationalhymne? Allons enfants de la patrie. Kannst du die ganze? Ja. Buchstabier mir das Wort Parapluie. P-A-R-A-P-L-U-I-S. Grammatik und Rechtschreibung Französisch kann ich nicht. Was heisst auf Französisch Schiedsrichter Pfeife? Sifflet? Doch. Sifflet d'arbitre? Hey, nicht schlecht. Aber Side Note, du kannst fließend Französisch schon. Ja, ich kann fließend Französisch, das ist so, ja. Wann ist HBC Nantes zum letzten Mal im EHF Champions League Final gestanden? 2018 gegen Montpellier. Sehr gut. Hey, das ist gut abgeschnitten. Sehr gut. Du, ich würde sagen, du bist ready für Frankreich. Dich lassen wir gehen. Ja, ist gut, danke. Ich liebe. Ja, wer nehmen wir denn heute? Wer habe ich eigentlich im Januar einplanen? Eigentlich habe ich nicht einen Plan. Ich mache jetzt mal The Rock. Ja, okay. Der Obelix. Komm. Der Lennox. Dann hätten wir unseren Spass gehabt für heute. So, das ist es gewesen. Wie gewesen ist du besitzt in meinem Vuvuzela und so. Vom Januar WhatsApp, danke vielmals, bist du dabei gewesen. Jetzt geht es aber sofort los mit dem Schweizer Cup Viertelfinale. Und Anfang Februar jetzt auch. Die Liga startet in die zweite Hälfte. Dann wünsche ich gute Unterhaltung und sehen uns bald. Kommt das WhatsApp Februar schon wieder. Tschüss zusammen. Auf Wiedersehen. Die Mobilia, stolzer Presenter von Handball Schweiz. Spannende Handballmomente mit Quickline, dem Anbieter von TV, Mobile und Internet. Quickline Handball League.